den Pionieren der Wärmepumpe. Made in Germany. Unabhängig von Öl und Gas. Für weniger CO2. Und eine saubere Umwelt. Die Wärmepumpe von Alpha Innotec. Für Wintersportfreunde bietet das Kulmbacher Umland seit einigen Wochen optimale Bedingungen. Kulmbach TV stellt in den nächsten Tagen einige Wintersportgebiete vor. Heute das Fichtelgebirge mit dem Topgebiet rund um den Ochsenkopf. Der Ochsenkopf ist der zweithöchste Berg des Fichtelgebirges und 1024 Meter hoch. Der Asenturm auf dem Gipfel ist heute Aussichtsturm und Restaurant. Ein Sessellift aus südlicher und nördlicher Richtung bringt die Skifahrer in knapp 15 Minuten von der Tal zur Bergstation. Schon bei der Auffahrt bietet sich bei schönem Wetter ein herrliches Berg- und Waldpanorama. Die Talstationen befinden sich im Norden in der Ortschaft Bischofsgrün und im Süden in Fleckel. Die Skilifte zu beiden Seiten sind während der Saison täglich von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Erwachsene zahlen zum Beispiel für die Tageskarte 19,50 Euro. Die Tageskarte für Kinder liegt bei 14,50 Euro. Mit Zeitkarten können Familien günstig Skifahren. So zahlen Kinder ab 14 Uhr nur noch 9 Euro und Erwachsene 11 Euro. Die Südabfahrt erstreckt sich auf 1,8 Kilometer Länge. Die Nordabfahrt bietet mit 2,3 Kilometer die längste Piste im gesamten nordbayerischen Raum. Die eisigen Temperaturen während der letzten Wochen sorgen für beste Bedingungen. Eine feste Naturschneedecke, angereichert mit Kunstschnee, lassen keine Wünsche offen und so können sowohl Snowboarder als auch Skifahrer auf bis zu 75 cm schwungvoll talwärts gleiten. Die örtlichen Skischulen bieten Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, sowohl als Gruppen- oder als Einzelkurse. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.skischule-nordbayern.de. Unser Fazit: Wer zum Skifahren nicht gerade am Wochenende zum Ochsenkopf fahren will, der sollte sich möglichst einen Termin unter der Woche vornehmen. Dann gestalten sich die Wartezeiten an der Talstation auch recht kurz. Ein deutliches Plus also. Negativ schlägt die langsame Gondelgeschwindigkeit beider Lifte zu Buche. Hinzu kommt, dass nur 2 Wintersportbegeisterte pro Kabine befördert werden können. Weitere Infos und aktuelle Schneelagenberichte gibt es unter www.seilbahn-ochsenkopf.de. Und nächstes Mal begeben wir uns auf die Langlaufpiste am Walberngrüner Gletscher.